Ciao Leute, ciao Frontra Ungo, nutzt du Indikators? Diese Frage kommt oft und wir haben schon mal darüber gesprochen hier in dem Trading Weltmeister Kanal, aber die Frage kommt immer noch und meine Antwort ist normalerweise nein, ich nutze keine Indikatoren für meine Trading Systeme. Und das ist normalerweise erstaunlich für die Leute, die fragen, die sagen, oh, keine Indikatoren. Wie kann das nur funktionieren ohne einen Indikator in deinem System? Weil die denken, dass ein System, ein Mix von allen möglichen Indikatoren oder Oszillatoren ist. Und das ist überhaupt nicht wahr. Aber das ist, was die Leute denken. Und also alle, die bei der Trading Weltmeisters Erfolgsformel dabei sind, die wissen, wie ich arbeite. Ich habe einige Chartmuster, ich studiere die Märkte nach bestimmten Bewegungen mit oder ohne Chartmuster, damit ich verstehen kann, wie dieser Markt eigentlich funktioniert. Und nachdem kann ich dann auf der Identität vom Markt eine Strategie realisieren und dann nutzen. Aber wenn ich dann nachdenke, dann sage ich manchmal, ja, eigentlich ja, einige Indikatoren nutze ich wohl. Und einer von diesen ist ADX. Ich nutze die aber nicht, wie man normalerweise denken kann, also als Setup oder so, nein, aber als Filter. Nochmal ein Filter wie die Chartmuster. Was bedeutet das? Ich nutze diese ADX. Was ist ADX erstmal? ADX ist... gibt ja hier keine mathematische Formel, weil das keinen Wert hat und alle Charting-Software haben ja ADX schon drin, also das ist jetzt nicht so wichtig, dass wir das hier erklären, wie es aufgebaut ist. So. Aber ich kann dir sagen, das geht zwischen 0 und 100, beide Werte sind verrückt, also normalerweise steht es in der Mitte und das gibt dir eine Idee, wie schnell, wie viel Gas der Markt hat in dem Moment, die Bewegung im Markt hat. Wenn es höher ist, dann ist der Markt mit mehr Sprint. Wenn es niedrig ist, dann ist der Markt ruhig oder geht ein bisschen langsamer. Okay, was ist hoch und was ist niedrig? Ich würde sagen, über 65 oder so sind es hohe Werte. Und unter 45 sind es niedrige Werte. 15, 90, diese schaue ich mich überhaupt nicht an, weil sie, wie gesagt, verrückt sind. Aber die anderen, wie gesagt, sind einige Grenzen, die man beobachten soll. Und auch die Anzahl von den Balken, die man nutzt, die Kalkulation durchzuführen, spielt eine Rolle mit der Länge des Trades, die man dann schaffen will. Ich meine, wenn man jetzt kurzfristig arbeitet, ist es besser, wenn man ADX nutzen will, wenn man mit weniger Bars das kalkuliert. Wenn man etwas langfristiger aufbaut, kann man natürlich mehrere Bars nutzen. Und normalerweise sind das 5 oder 14, das sind die Standardwerte, mit denen man rechnet. Aber so, wie funktioniert das eigentlich? Wie nutze ich das? Wie das erklärt hat, was das bedeutet, könnte man denken, okay, wenn ich jetzt einen Breakout-Einstieg schaffen will, dann ist es besser, wenn ich stark und fit komme, okay? Und es ist also besser, wenn ADX hoch ist, weil mit dem Durchbruch hat man schon Gas, damit man weitergeht. Ist das wahr oder nicht? Ich will dir mal eine kurze Analyse auf meinem Rechner zeigen. Sofort, bleib dran, zeige ich dir sofort. Also Leute, wie gesagt, hier ist mein Code, ganz einfach Code. Das MyDX Limit ist ein Input, was ich nutze, damit ich dann es optimieren kann, zu untersuchen, wie die Ergebnisse sich ändern. Eine Variable, MyDX Value, und die ist ADX auf 5 Tage, in dem Fall 5 Bars, 5 Balken, okay? Dann sage ich, ich habe zwei Bedingungen. Wäre mein Wert von ADX kleiner als diese Grenze, dann darf ich das Folgende tun.
falls die Close Schlusskurs von gestern niedriger ist als Schlusskurs von vorgestern, dann kannst du beim Ausbruch des Hochs des Tages kaufen. Oder falls Schlusskurs von gestern höher war als Schlusskurs von vorgestern, dann kannst du beim Tief von gestern Short einsteigen, verkaufen. Das sind die Bedingungen. Also diese zwei, diese Close ist gut, damit man nicht beide am selben Tag Long und Short Einstiege haben kann. Aber ist auch gut, weil es ist ja wie ein Rosshook. Wer das nicht kennt, ist es nicht so wichtig. Aber er sagte, wir steigen nach einem kleinen Retracement ein. Und Set Exit und Close bedeutet, dass wir die Position Ende des Tages schließen. Und habe dieses Portfolio hier mit, warte, das muss jetzt erstmal auf 100 sein. 100, Extremwert von ADX. Ich habe hier einige Forex, einige Währungen und dann Mini S&P 500, Royal, Gold und DAX. Okay? Also das sind meine Instrumente und so ohne ATX-Grenzen passiert das. System verdient, gar nicht schlecht. Und wir haben aber diese Equity-Linie. Also schlecht sieht die auch nicht aus. Es ist natürlich ein Beispielsystem, nichts Besonderes. Okay? Nun, wir müssen aber analysieren, wie ADX eine Rolle spielt. Dann können wir eine Optimierung hier laufen lassen von 20 bis 100 Stufe 5. Wie gesagt, unter 20 spielt es nicht eine wichtige Rolle. Okay? Das lasse ich laufen. Und wir sehen dann die Ergebnisse. Das sind die Ergebnisse. Wir sehen hier 380.000 ohne Filter. Und dann geht es ein bisschen höher, aber es ist immer in der Richtung 300 etwas. Beide niedrige Werte, 40, 35, 30, bei 30 wird es weniger, die Hälfte fast. Aber was passiert unter 35? Unter 35 verdienen wir ungefähr dasselbe, eine Kleinigkeit weniger, also es ist ungefähr dasselbe, aber Drawdown stürzt ab von 150.000 auf 43.000. Das ist sicher ein gutes Ergebnis. Und natürlich, wir haben einen Filter. Also wir arbeiten weniger, mehr selten. Die 19.000 Trades von der Situation ohne Filter werden jetzt nur 8.000. Nur 8.000 sind übrig, aber trotzdem verdienen wir ungefähr dasselbe. Also dieser Filter ist sicher eine gute Lösung, weil mit dem Filter verdienen wir dasselbe und arbeiten weniger. Also wir sind faule Traders, wir wollen verdienen und wenig arbeiten. Und das ist die Situation. Die Equity-Kurve sieht jetzt absolut sauberer aus. Wie gesagt, die Ergebnisse sind ungefähr dieselbe. Long und Short sind ungefähr auch am selben Niveau. Die Märkte verdienen fast alle, bis auf einige Euro GBP, Audi, Australian Dollar gegen Swiss Franc und GBP gegen NZD. Diese verlieren, aber die anderen verdienen Geld ungefähr. Und das ist natürlich auch interessant. Dieses System, so wie es ist, kann man nicht handeln. Wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, weil das Average Trade nur ungefähr 44 Dollar ist. Und das ist ein bisschen knapp, wenn man dann die Kosten, Gebühren und so weiter mitrechnen muss. Also es ist ein gutes Muster, aber so wie es aussieht, ist es noch nicht handelbar. Aber nicht überall. Weil wenn wir zum Beispiel mit Gold arbeiten, ohne Filter, also mit Input 100, haben wir das System mit dieser Performance. Positiv, 85.000, und das ist schon gut, natürlich. Aber das ist die Equity Line, oder hier können wir die Equity Line mit dem Drawdown auch sehen. Drawdown ist hier ungefähr 40.000 oder sowas. Und das System bringt dann nichts mehr, wenn man weitergeht. Das ist ohne Filter. Mit dem Filter, wenn wir jetzt mit 35 arbeiten, wie
wir gefunden haben bei unserer Optimierung, und es war keine Optimierung, das Beste zu suchen, sondern eine Optimierung zu verstehen, wie es funktioniert, finden wir, verdienen wir ein bisschen weniger, aber schon siehst du, Long und Short sind beide positiv jetzt, aber hier, das wissen wir schon, die Equity Line sieht sauberer aus und Drawdown ist jetzt nur einmal hier in der Richtung 20.000 und dann immer gegen so ungefähr 10.000 Dollar. Okay? Das ist alles mit einem Kontrakt Gold Future. Aber das war nur ein Beispiel zu zeigen, dass ADX wirklich funktioniert als Filter für die Trend Following Einstiege. Und das ist ein Intraday-System und, pass auf Gold haben wir jetzt eine Situation mit einem durchschnittlichen Trade von fast 200 Dollar. Und dieses System auf Gold wäre dann also sogar noch handelbar. 200 Dollar sind genug, um zu arbeiten. Obwohl, muss ich noch addieren, die Ergebnisse waren am Anfang besser, wenn es mehr Trend gab. Jetzt sind die Ergebnisse ein bisschen dünner geworden. Also jetzt ist es vielleicht nicht mehr so gut, aber trotzdem in 2020 hätten wir fast 4.000 Dollar gewonnen mit nur 6 Trades, Intraday Trades, okay? Das ist das System auf Gold Future als Beispiel. So, also vielleicht wusstest du das schon, aber vielleicht war das eine Überraschung. Höhere Werte von ATX sind keine Hilfe, wenn man eine Breakout-Entry schaffen will. Niedrige Werte sind wesentlich besser. Und irgendwie bestätigt das, dass nach ruhiger Zeit kommen ein Sturm und nach dem Sturm kommt wieder die Ruhe. Also es ist besser losgehen, wenn es noch ruhig ist, statt wenn alles schon lebhaftig ist, reinzuspringen. Das wirkt nicht unbedingt nichts, aber weniger. Also mit dem ruhigen ADX findet man bessere Einstiege, wenn man für den Trend arbeiten will. Das war eine Kleinigkeit natürlich, aber ich glaube, dass es in jedem Fall interessant ist, weil man versteht, wie die Märkte sich bewegen. Die sind immer so los, Ruhe, los, Ruhe. Das ist generell. Es bleibt nicht immer am selben Niveau. Die gehen natürlich hoch oder niedrig, aber wie sie sich bewegen, ist es immer in dieser Richtung. Nach etwas Ruhe kommt wieder etwas lebhaftig und so weiter. Deswegen ist ADX wichtig und ADX nutze ich, wie gesagt, manchmal nicht auf alle Systeme, auf einige Systeme. Ich habe hier dir ein Beispiel, was man nicht so wie es war nutzen soll natürlich, aber ein Beispiel, wie es wirkt, wenn man einen Trend-Einstieg nutzen will und ADX aber sehr viele andere Sachen werden erklärt in der Trading Weltmeisters Erfolgformel, wo ich wirklich zeige, wie mein Ansatz funktioniert, wie ich die Systeme baue. Du kannst hier unten beim Link registrieren, es ist frei, da hast du vielleicht mehrere Infos um Trading Systeme und auch was die Ungar Academy oder Andrea Ungar dort macht. Aber es wäre natürlich gut, hast du Erfahrung mit dem ADX? Hast du das benutzt? Oder nutzt du das ganz anders, als ich hier gezeigt habe? Schreibe das in den Kommentaren unter, das wäre interessant. Andere Indikatoren, die für dich interessant wären? Frage. RSI zum Beispiel oder sowas. Wenn mehrere über einen Indikator etwas fragen, kann ich vielleicht auch eine Analyse durchführen und sagen, wie es am besten zu nutzen wäre und so weiter. Ich bin da. In jedem Fall, abonniere, wenn du noch nicht abonniert hast, aber wir sehen uns wieder nächste Woche. Ciao von Andrea Ungar, ciao aus Italien.